Hallo Messebegeisterte, ich bin der Sergej von Onlineshop www.jahr-messer.de. Ich habe bei einer Jagd teilgenommen und das war für mich eine Premiere. Ich bin Angler, ich habe einen Angelschein, ja, ich habe auch früher sehr viel geangelt. Ich weiß, wie man zum Beispiel also längere Zeit irgendwo sitzt und es regnet und weiß ich was noch alles sein kann. Ja, und dann fängt man letztendlich nichts. Ja, so ähnlich war zumindest die Jagd. Also solange ich hier dabei war, ich war nur jetzt eine Nacht dabei, beziehungsweise ich bin angereist und dann über Nacht war ich dabei. Oder über Abend zur Nacht. Ja, und dann bin ich irgendwann am nächsten Tag wieder abgereist. Und die Jungs, die waren länger da übrigens. Schönen Gruß nochmal an den Gastgeber Steffen, an den Matthias, an den Michael und an meinen besten Freund aus Dänemark, Lasse. Schöne Grüße nochmal von meiner Seite an euch. Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt. War sehr interessant, viele Emotionen und so weiter. Und ich habe also einige Emotionen und ein paar Videos habe ich halt zusammengefügt und das werde ich euch später zeigen. Also guckt das Video bis zu Ende, das kommt noch alles genau. Was hatte ich vor? Was war also mein Hauptziel von diesem Ausflug war Messer testen. Leider ist dazu nicht gekommen. Also ich sag mal jetzt Schärfe und so weiter. Ich wollte unbedingt selber sehen, wie das funktioniert da am Tier tatsächlich, weil ich habe bis jetzt immer nur aus Erfahrungen von Jägern habe ich da irgendwelche Statistiken zusammengeführt, aber das ist immer wieder interessant, wenn man selber dabei ist und dann hat man, also bekommt man quasi im Kopf ein Bild zusammen, wie so ein Messer tatsächlich sein muss, damit es für eine bestimmte Aufgabe optimal sein kann oder sein muss, wer auch immer, ist auf jeden Fall egal. Also das konnte ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, dass die Jungs da in der zweiten Nacht vier Tiere erlegt haben, das weiß ich. Ich hoffe, die können mir vielleicht da Erfahrungen sagen, weil die haben auch von mir einiges an Messer bekommen zum Testen oder zum einfach mal Erfahrungen weitergeben. Genau, was habe ich getestet? Also bei mir persönlich war es so, also ich habe zum Beispiel meine neue Lederscheide, das habe ich euch noch nie gezeigt. So sieht die Lederscheide aus, bis auf den hier auf den Karabiner. Sie wird das ähnlich, sehr ähnlich aussehen, die Lederscheide. Das ist eine universelle Lederscheide, es wird welche geben, auch ohne diesen Feuerstahlhalterung. Genau, und es wird auch Feuerstahl extra von mir geben. Genau. In diese Lederscheide passen mindestens vier oder vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar fünf Modelle von mir. Das ist jetzt hier Adler drin. Adler kennt ihr schon. Also diese ganze Serie von Adler, Keiler und Forelle passen hier rein. Bitis wird hier reinpassen. Mal sehen, vielleicht muss ich mal ausprobieren, vielleicht auch andere Modelle werden hier reinpassen. Schaue ich mal. So. Genau, also ich habe das Ding ganze Zeit hier am Dangler und hier rechts am Gurt getragen und ich kann sagen, das ist gut, also dass ich irgendwann, ich sag mal nach halbe Stunde oder nach 45 Minuten hast das gar nicht mehr gemerkt, dass es dran hängt, ja, das ab und zu, wenn du dann ausgestiegen aus dem Auto bist oder wieder eingestiegen, hast du gemerkt, okay, das liegt ein bisschen quer, hast du das bisschen zack hier zur Seite gemacht und dann war das wieder optimal. Also ich habe nur positive Erfahrung, was das Tragen von dieser Lederscheide gemacht, für mich persönlich. Und Sitz von der Lederscheide, ja, wenn ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt durchziehe, das kann sein, dass es wirklich, aber das sitzt schon richtig, richtig stramm drin. Das muss auch so sein. Weil das wird mit der Zeit dann etwas lockerer, ist auch normal bei Lederscheide, aber nur mal so zum Mitschreiben, zum Erfassen, dass, also das ist die Lederscheide, das wird bald kommen. Und ich habe grundsätzlich sowieso vor,
So drei oder vier Stück Lederscheiden, universelle Lederscheiden zu entwickeln, damit ich dann komplett meine ganze Modelle abdecken kann. Genau, und diese Lederscheide ist auch für Linkshänder geeignet, weil das Ding kann man dann umdrehen. Also das ist egal, wie rum Sie das reinstecken, das passt so oder so. Also Linkshänder, Rechtshänder wäre jetzt bei diesem Modell völlig egal. Ne? Danach, jetzt muss ich das kurz mal abnehmen. Ich habe auch das Falke oder Falke-Messer habe ich auch getragen, und zwar mit dieser Lederscheide oder mit dieser Lederhalterung oder wie man das auch immer nennen kann. Und zwar so quer quasi so am Gurt. War auch sehr gut, also sehr angenehm. Ja. Sieht man halt nichts, und man hat auch hier ein richtig gutes Jagdmesser dabei oder Bushcraft-Messer oder Outdoor-Messer grundsätzlich. Das habe ich euch schon vorgestellt, dieser Prototyp. Das ist etwas Größeres vom Klappmesser, was ich habe. Und genau, also das war auch sehr positiv und so weiter und so fort. Aber es ging auch um diese zwei. Um diese zwei hier, zu dieser Isomatte, aufblasbare Isomatte. Es gab viele Fragen, das hat auch schon mal meine Tochter präsentiert. Ja, vielleicht, es gab auch Kritik, aber naja, ich habe es halt hochgeladen, weil ich das einfach interessant fand, wie sie das gemacht hat. Und ich habe das jetzt selber auch nochmal getestet, sage ich mal. Diese Isomatte gibt es übrigens schon bei mir im Shop. Das habe ich getestet. Es gab halt Fragen, bis wie viel Kilo und so weiter und so fort. Also ich wiege so um die 97 Kilo. Wenn ich das Ding komplett aufgepumpt habe, dann ist es also für mein Gewicht kein Problem gewesen. Ich war im Auto. Das war unten drunter. Also die Isomatte war unten drunter. Und dieser Schlafsack, das ist ein Prototyp. Das ist das Wärmste, was ich im Moment habe als Prototyp. Das ist mit Gänsedaunen voll, etwa 650 Gramm gefüllt mit Gänsedaunen. Sollte heißen Perina Germany. Hier wurde was falsch geschrieben, aber das ist wie gesagt ein Prototyp. Und von daher minus 6. Ich habe in dem Ding geschlafen. Es waren Temperaturen um die 3 Grad, 2 bis 3 Grad. Ja, also da war gar nichts. Gut, ich muss aber allerdings sagen, ich habe mit den Klamotten drin gepennt. Ja, im Moment gibt es auch noch nicht als Serie sowas. Es gibt schon einen Schlafsack als Serie bis minus 2. Das ist das, was ich damals bei Jackknife auf seinem Survival-Kurs getestet habe. Das war richtig gut. Deswegen habe ich das in die Serie als Serie schon bestellt. Das wird demnächst kommen, aber wie gesagt, das ist nur für euch auch mal so als Informationen. Sowas wird vielleicht, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wie auch immer, wird es bei mir auch dann demnächst geben. Vielleicht nächstes Jahr. So. So Leute, ja, also wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich auf einer Jagd dabei war. Und ja, also die Jagd an sich ist eigentlich nur, also nicht nur die Tiere schießen. Es geht um die Vorbereitungen, es geht einfach um Zusammensein, es geht sich eigentlich, sich miteinander zu unterhalten. Das war richtig gute Clique, was wir da hatten. Ich konnte sogar mein Englisch so ein bisschen mitlassen, so ein bisschen auffrischen. Ja, ich bin zwar nicht perfekt in Englisch, aber naja, das irgendwie ging die Kommunikation schon recht gut, weil er auch Deutsch versteht, ja. Und ja, jetzt sage ich einfach mal viel Spaß beim Videoschauen. Los geht's. So, das ist meine Ausrüstung, die ich mitnehme. Tasmanian Tiger habe ich schon mal gezeigt. Ja, das ist wieder ein Prototyp. Möchte ich auch noch mal testen. Ich nehme auch ein Zelt mit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich im Zelt schlafe oder im Auto. So, jetzt bin ich angekommen. Toilet, er sucht Toilet.
Darfst einmal Hallo sagen. Hallo. Weil es gibt kein Gas mehr. Ah, ja, Gas gibt es nicht mehr. Tatsächlich. So. Coole Hütte. So eine geile Hütte. Ja, wirklich. Maybe I only brought two, so you decide. The Canadian hitch? And if you want, you could go through and under, up and under. Yeah. Ach so, für den Schlüssel machst du das. Knoblauch, bisschen Paprika, Pulver und so weiter. Sieht gut aus. Your tripod. Yeah. If we can find it. Yeah. We go there. I will take my. Now, okay, like that. Yes. But you are ready with your rifle. That's the. I will wait to load it. I'll put in the mag. The mag and then which watch and that's the. It's on. It's on. And it's. You see that it's the magnifying is right.
Gewehr wird eingeschossen. Kaugummi. Ui, 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 ui. Boah! Ich sag dir halt die Ohren zu. Brutal. You shot the gun? The gun is gone. Anything else? Du, komm mal. Fuck me. Squeeze it. Das war das? Das? Ja. Okay. And what do you reckon, what's our schedule? We go there and we sit on. Was ist das? Das ist Sahne. Ja, das ist frozen. Sahne. Frozen cream. Friert das an. Oh ja, das ist eine gute Mischung.
kann. Tactical. Und dann machst du weg und dann machst du den Knoten von der Null rein. Also machst du hier eine Laufe erstmal. You get a mag for 10 rounds. Ja. It's different from this. Wenn du den Knoten machst. The disadvantage, it is from the glass, the transmission is very low. So,